Guten Tag, Schneider vom Chef von Bitcoin. Der Gespräch heute Morgen. Ich grüße Sie, Mr. Stein. Spreche ich mit Herrn Steinfeger? Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt's schon gehört, heute gibt es wieder zwei Anrufe von zwei ganz seriösen Trading-Unternehmen. Man kann es teilweise schon an der Stimme hören, wen man da so am Apparat hat und um welches Thema es hier geht. Tja, wir behandeln hier heute wieder das Thema Trading-Abzocke. Der Betrug am Finanzmarkt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen zwei Telefonaten. Guten Tag, ich bin Schneider vom Chef von Bitcoin. Der Gespräch heute Morgen. Hm? Ja, guten ja. Tag. Ich bin Steinfeger? Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich darf fragen, haben Sie ein bisschen Erfahrung mit Kryptowährung? Nee, gar nicht. Okay. Das dauert nur 3-4 Minuten und ich schicke Sie eine E-Mail. Das ist ein automatisches Handlingssystem. Dauert nur 3-4 Minuten. Na, ob er sich da so sicher ist? Tja, ihr könnt euch vorstellen, nach 3-4 Minuten sind wir hier mit dem Typen definitiv nicht fertig. Wie immer. Die Gespräche gehen ja meistens dann doch etwas länger. Tja, woran das wohl liegt, aber hier ist schon wieder Wahnsinn. Das Gespräch, das geht hier gerade mal ein paar Sekunden und eigentlich, tja, nur Wahnsinn. Der will als allererstes erstmal wissen, ob ich Ahnung mit dem Finanzmarkt habe. Tja. Vielleicht wäre es ja erstmal sinnvoll, sich als Firma vorzustellen und vorzustellen, was man denn so tut, anstatt einfach den Kunden gleich mit irgendwelchen Fragen zu belästigen, ohne dass ich weiß, was er will. Einfach nur wieder, wie immer, verrückt. Aber naja, lassen wir mal den netten Herrn hier weitermachen. Kryptowährung, okay. Aber Sie würden auch die Unterstützung von einem Berater, von einem Broker, wenn Sie steigen ein, okay? Minimum zum Einsteigen ist 500 Euro durch eine Banküberweisung und mit einem Kreditcard, aber Sie kriegen gleichzeitig einen Bonus von uns. Okay? Ich schicke Sie eine E-Mail. Haben Sie die Möglichkeit, meine E-Mail zu anschauen? Ja, habe ich Möglichkeit zu anschauen. Gucken Sie. Yeah. Okay, das ist Sean at Steinfeger 123 MDC von Deutschland. Das ist richtig? Nee. Ich habe die E-Mail hier. Das klingt falsch. Sind Sie schon Steinfeger? Ja, schon Steinfeger. Okay. Denn ich habe die E-Mail hier. Sean-Steinfeger. Ja. 123. Ja. 123. Nein, nur einmal 123. Ja, und dann die Internet zeigen at MDCCFUN Deutschland. Ist das richtig? Nee, mdccfun.de. Ja, de. Okay, gut. Dann ich schicke jetzt ein E-Mail. Ja. Okay. Nur für unsere Statistiker kann ich da fragen, was, das ist nur Statistiker, was machen Sie beruflich? Beruflich? Da fragen? Ja, da dürfen Sie nachfragen. Ja. Beruflich, da bin ich Haferflockenspalter. Was ist das genau für eine, Beruf, eine Arbeit? Na, da spalte ich Haferflocken. Okay. Ja. Okay, und wie alt sind Sie? 29. 29? Jo. Okay, und die letzte Frage, verheiratet, ledig oder geschieden? Nee. Ledig. Single. Ledig? Ja, okay. Sie kriegen ein regelmäßiges Gehalt? Ein was? Sie kriegen ein regelmäßiges Gehalt? Ja. Ja? Ja. Okay. Weil ich habe nicht verstanden, was ist das für eine eigene Arbeit? Und wir müssen das 100% sichern, Sie können einzahlen. Ist das, was ist das? In welchem Bereich? Na, im Bereich Haferflocken. Haferflocken. Ja. Oh, was machen Sie genau? Na, die Haferflocken spalten. Okay. Wenn Sie steigen ein, was wird besser für Sie? Eine Banküberweisung oder mit einem Kreditcard? Na, wenn ich irgendwo einsteige, dann schnalle ich mich als erstes an. Okay, aber wird besser für Sie eine Banküberweisung oder ein Kreditcard zu einzahlen? Achso, das ist mir gleich. Okay, was ist besser für Sie? Was ist lieber für Sie? Das ist mir gleich. Ich muss so von einer E-Mail schreiben. Gleich? Ja. Wenn ich schicke Sie ein Kreditcard-Link,
Ist das in Ordnung? Ja, ja. Okay. Und kann sie mit 500 Euro einsteigen? So viel? Ja, das ist die Minimum. Wir haben alle die 250 alles ausverkauft. So, nur mit 500 Euro. Aber sie kriegen noch 500 Euro Bonus. Ja, okay. Ja, ja, ja. Was sagen Sie? Interessant. Was bedeutet interessant? Na, positiv. Entschuldigung? Positiv. Wissen Sie was? Ich schicke Sie eine E-Mail. Mach die Entscheidung, wenn Sie würden einsteigen, okay? Und dann Sie können eine E-Mail zu mir schicken. Ja. Okay, aber das und wie klingt, ist das mit Sie dem... Haben keine, also klingt das... Und wie funktioniert das mit dem Roboter? Sie haben kein Interesse. Das läuft automatisch mit dem Roboter, okay? Plus Sie kriegen die Unterstützung von meinem Berater. Okay, ich schicke Sie jetzt eine E-Mail. Und wie macht man das denn? Moment, bitte. Moment, Sie müssen das kriegen jetzt. Moment. Moment. Moment, bitte. Und auch ein Sicherheitscode. Moment. Moment, bitte. Moment. Okay, ich habe das geschickt. Also, Sie haben eine E-Mail rausgeschickt. Ja, ja, ich habe das jetzt rausgeschickt. Ja, dann gucke ich da mal nach. Guck das nach. Wenn Sie haben Interesse, schreibt mir eine kurze E-Mail und ich rufe Sie nochmal an. Okay? Ist aber noch nichts gekommen. Es muss kommen jetzt. Warte. Steht oben, Welcome by Dexacoin. Philipp Schneider. Nee, ist noch nicht da. Es muss da sein. In 2 Minuten. Vielleicht, das dauert ein paar Minuten. Und wie funktioniert das denn mit dem Roboter? Okay, wenn Sie zahlen ein durch eine Banküberweisung, ich brauche die Bestätigung zu meiner E-Mail. Ich schicke Sie die Zugangsdaten plus die Quittung. Okay. Ja. Okay, und dann, wir machen einen Termin mit dem Broker, aber das läuft automatisch. Also geht das von allein? Ja. Ja. Ah, okay. Und, Haben Sie meine E-Mail bekommen? Nee, ist noch nicht da. Guckst du vielleicht in Spam? Guck ich mal rein, Moment. Ja. Sind Sie da? Ich bin da, ja. Ja, haben Sie da eine E-Mail bekommen? Nee. Kann nicht sein. Das ist aber noch nicht da. Moment, ich schicke das nochmal. Ja. Haben Sie das E-Mail bekommen? Ich gucke nochmal, haben Sie schon nochmal verschickt? Ja. Dann gucke ich gleich nochmal, Moment. Nee, ist noch nicht da. Komisch. Vielleicht ist es in Spam? Dann gucke ich da noch mal, Moment. Nee, also im Spam ist auch nichts. Ich habe keine Fehleranmeldung gekriegt. Ich habe 2 E-Mails geschickt. Die erste E-Mail ist von Welcome by Dexacoin. Ich habe die zweite E-Mail als Test geschickt. Ja, ist aber noch nichts angekommen. Vielleicht haben Sie irgendwas, weiß ich nicht, müssen Sie da irgendwas anders machen vielleicht? Die E-Mail lautet schon-steigenfähige 123 at, was heißt NDCCFUN? Na, das ist von meinem Internetanbieter eine Adresse. Der hat mir die gemacht. Vielleicht, das dauert ein bisschen, aber ich habe keine Fehleranmeldung gekriegt. Wissen Sie was? Wenn Sie kriegen das, dann schick mir eine E-Mail, überlegen das und dann ich rufe Sie nochmal an. Brauchen wir die E-Mail oder können wir das nicht auch ohne machen? Sie müssen die E-Mail durchlesen, dass Sie haben Interesse. Und dann Sie müssen die Entscheidung machen, machen Sie das durch eine Banküberweisung oder mit einem Kreditcard. Na, aber wenn das per E-Mail nicht geht, dann können Sie mir das ja vielleicht auch einfach vorlesen, was da drin steht. Ja, aber ich brauche die Ausweis von Sie, oh, die beide Seiten den Ausweis und auch eine Adressbestätigung. Wir müssen mit den E-Mail arbeiten. Ach so. Das geht nicht anders. Ja, oder Sie schicken mir ein Fax. Geht nicht mit dem Fax. Ich kann Sie auch meine E-Mail buchstabieren. Ja, können wir machen. Okay, mein Name ist Philipp. Moment. Der erste Name ist Philipp. So, dann klicke ich mal auf
schreiben. So, jetzt habe ich, jetzt müssen Sie buchstabieren. Okay, Philipp, P. P für Philipp, der erste P. Ja, ein P, Okay, P, H for Hauser. Was ist denn das? H for Hilda. Was? Hilda, die erste Name. Hilda, H. Keine Ahnung, was ist das? Philipp, mein Name ist Philipp. P-H-I-D-A-L-L-I-P. Aber was ist H für ein Buchstabe? Das H für Hilda. Verstehe ich nicht. Die erste Name ist Philipp. Also ein P und ein F. Nein. Moment bitte. Ja. Moment, wenn ich erkläre das mit dem Buch. Natürlich. Ha, Heinrich. Ein Heinrich. Moment, da muss ich jetzt wieder zum Computer zurück. Moment. Also ein P und ein H, ja. I für Ida. Ein was? Ein I? Also ein E. I für E für Ida. Ein E, okay. P-H-E. Zweimal Ludwig. L, Ludwig. Also zweimal L, ja. Okay. Nochmal I für Ida. Wir haben ja erst ein I. Ja. Und P für Peter. Ja, also P, zwei, Slip. Nein. P, H für Hidre, für Also ich habe jetzt P-H-E-2-X-L-I-P. Ja, Philipp. Also P-H-E-2-X-L-I-P. Nicht X. Zweimal Ludwig. L für Ludwig. Na, habe ich ja geschrieben. Zweimal L. Ja. Das heißt Philipp. Nee, das heißt es bei mir hier nicht. Hier ist P-2-Clip. P für Peter. H für Heinrich. Also ein P. I für Ida. Moment. Also als erstes ein P. So. Dann kommt ein E. Ja? E. H für Heinrich. Also der ganze Name Heinrich. Nein, nicht den ganzen Namen. Philipp. Also wissen Sie was? Haben Sie meine E-Mail bekommen? Nee. Guck das an. Nee. Das ist so schwierig. Ist noch nicht da. Das kann sein, dass es einen Fehler mit dem E-Mail. Philipp. P für Peter. H für Heinrich. I für Ida. L für Ludwig. Nochmal L für Ludwig. I für Ida. P für Peter. Also P und... Philipp. Philipp. Ja. Philipp, ja. Also ich habe jetzt P-E-L-I-P. P-H. Heinrich. Philipp. Ich verstehe das H nicht. Das ist für mich ein E. Heinrich. Wissen Sie, was Heinrich ist? Ein Name. Ja, Name. Heinrich. Also heißen Sie Philipp Heinrich? Nein. Lass das so. Sie sind unseriös. Was? Wieso bin ich unseriös? Sie können doch nicht mal buchstabieren. Ja, im Schuldverteilen sind ja die Betrüger immer die Besten. Tja, bloß nicht selber schuld sein, aber die Buchstabierkünste mit seinem tollen H die ganze Zeit, ich meine, dass das ein H ist mir klar. Das Problem ist aber, nicht jeder versteht, dass das ein H ist, wenn der sagt H. Tja, und dann wundert er sich am Ende, dass er nicht das Ergebnis rausbekommt, was er sich vorgestellt hat. Einfach nur wie immer Wahnsinn. Und naja, dann hat er ja einfach aufgelegt und hat es nicht mal für nötig befunden, sich noch irgendwie ansatzweise höflich zu verabschieden, so wie sich das eigentlich für so ein Gespräch gehören würde. Aber was will man auch erwarten von solchen kriminellen Betrügern am Telefon? So ist es halt immer wieder. Naja, aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Das ist auch nicht besonders viel intelligenter. Naja, aber auch nochmal ein bisschen anders. Viel Spaß mit dem zweiten Telefonat. Ich grüße Sie, Mr. Stein. Spreche ich mit Herrn Steinfeger? Oder sprechen Sie Deutsch oder Englisch? Ja. Deutsch? Ja. Herr Steinfeger, mein Name ist Thomas Nord. Ich habe mich gerade gemeldet von FX Frankfurter. Sie haben eine Anmeldung bei unserem Unternehmen gemacht.
Ich bin der Experte und deswegen habe ich bei Ihnen angemeldet, Herr Steinfeger. Mhm. Meine Frage an Sie ist, haben Sie schon früher gehandelt an Trading Online oder ist das das erste Mal, dass Sie eine Anmeldung machen? Nee, das ist das erste Mal. Das erste Mal. Okay, super. Haben Sie 5 Minuten Zeit, dass ich Ihnen erkläre, was wir Ihnen anbieten als Unternehmen, Herr Steinfeger? Mhm. Perfekt. Herr Steinfeger, wir sind einer der größten Unternehmen heutzutage in Frankfurt am Main und in Berlin auch. Wir sind bei der Prinzessinstraße und wir arbeiten mit verschiedenen Möglichkeiten im Handel. Wir garantieren an unsere Kunden eine Experte. Das bedeutet, dass ich für Sie die Arbeit machen kann. Weil, da Sie eine Kunde sind ohne Erfahrung, möchten wir gerne, dass der Kunde keine Verluste macht an Trading. Sondern wir werden für Sie einen Rendit erreichen im Monat Richtung 13-15%. Und unsere Arbeit, was wir für Sie machen, werden Sie jederzeit auf Ihr Computer beobachten, Herr Steinfeger. Wir sind immer konzentriert für eine Arbeit mit langfristig. Wir handeln mit Bitcoin, mit Kryptowährungen sozusagen, mit Ethereum und verschiedene Währungen, was in Krypto geht. Wir machen das mit Aktien, wir handeln mit Forex, wir machen mit Rohstoffe und mit jeder einzigen Möglichkeit, was an den Markt heute zur Verfügung gestellt wird, Herr Steinfeger. Haben Sie 5 Minuten Zeit, vor dem Rechner zu setzen, Herr Steinfeger, dass ich Ihnen auch unsere Firma besser zeigen kann? Ja, in welche Straße genau sind Sie in Berlin? Wir sind bei der Prinzessinnenstraße in Berlin-Kreuzberg. Prinzessinnen oder Prinzessin? Prinzessin, ich kann Ihnen auch das sagen. Haben Sie was zum Schreiben? Ja. Oder was zu notieren, damit ich genau... Und die Hausnummer? Die Straße... Wie bitte? Hausnummer? Genau, das sage ich Ihnen sofort. Also, wir sind bei Prinzessinnenstraße 1920. Postleitzahl. So, und dann die Hausnummer? Haus 1920. So, Prinzessinnenstraße in Berlin. Postleitzahl brauchen wir nicht. 10969. Hm. Genau. Wir haben auch eine Umsatzsteuer-ID-Nummer und auf jeden Fall gerne können Sie unsere Handelsregisternummer auch haben, damit Sie jederzeit bei uns auch, oder bevor Sie auch das Konto eröffnen, können Sie anschauen. Wir können Ihnen das gerne auch zeigen, ist kein Problem. Und somit, durch diese ganzen Möglichkeiten, was wir an die Kundschaften auch anbieten, geben wir die Möglichkeit, wie wir auch sagen, erstmal, dass der Kunde ansieht, wie wir das Geschäft machen. Wir werden eine Probephase erstmal starten, wie Sie auf den Werbungen auch gesehen haben, die Anmeldung mit 250 Euro auch zu machen. Diese 250 Euro sind erstmal, dass der Kunde eine Probephase macht Richtung 2-3 Wochen mit uns. Sie sehen damit, wie wir es machen, wie wir es schaffen, Einzahlung, Auszahlung, wie schnell das funktioniert, weil wir funktionieren auch als Bank. Ja, also im Blödsinn erzählen ist der Betrüger hier wieder auch kaum zu toppen. Handelsregisternummer, so ein Blödsinn. Prinzessinnenstraße, nächster Blödsinn. Also ich weiß nicht, wer ihm das glauben soll, aber das ist einfach haaresträubend, was er hier erzählt. Und vor allem, er hat sich ja auch als Expert vorgestellt. Also, tja, nach meiner Auffassung ist das wohl, tja, ein wahnsinnig seriöser Expert, der gar keine Ahnung hat, wie eine Bank angemeldet ist und vor allem, tja, hat er dann, also seine ganzen Aussagen, ist einfach nur verwirrend. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu erzählen soll, weil so viel Blödsinn aneinandergereiht. Naja, man kennt es nicht anders von den Betrügern. Das soll halt einfach nur Seriosität irgendwie vorgaukeln, dass die Leute blöd genug sind, da ihr Geld einzuzahlen und mehr Sinn hat das einfach nicht, das Ganze, was die hier erzählen. Das hat nichts mit Sicherheit zu tun oder dass sie euch irgendwie, tja, weiß ich nicht. Also vertrauenserweckend ist das hier definitiv, wie immer mal nicht. Und das bedeutet, der Kunde auf jeden Fall kann jederzeit die Einlage-Auslage durch seinen Entscheidungen immer auch machen. Auf jeden Fall nicht die Arbeit kaputt zu machen, weil wir sind hier nach vorne zu gehen und das Konto immer aufzusteigen. Ah. Genau. Wenn Sie einverstanden sind, könnte ich Ihnen, wenn Sie am Rechner wären erstmal, kann ich Ihnen gerne unsere Firma detaillierter zeigen. Sie werden den Handelsplattform auf Ihrem Rechner haben. Egal wo Sie sind, können Sie jederzeit die Arbeit anschauen, bei sich selber. Das, was ich für Sie leiste am besten. Mhm. Genau.
Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Konto mit 250 Euro eröffnen? Mal gucken, wie heißt denn die Webseite? Die Webseite waren Sie gerade da, bei der fxfrankfurter.io. Nee, ich war da gerade nicht. Waren Sie gerade nicht? Nee. Okay, sind Sie am Rechner, ist die Frage, Herr Steinfeger? Ja, also FX findet mein Rechner schon mal nix. Da war ich noch nie auf der Seite. Also, wenn Sie am Rechner wären, kann ich Ihnen gerne nochmal... Ja, sagen Sie mal die Domain. Zeigen. Also, unsere Seite lautet, ich buchstabiere. Ja. Haben Sie was zum Schreiben? Ja. Sind Sie dabei? F wie Friedrich, X wie Xantippe. Friedrich Richard. Anton Nordpol. Kaufmann Friedrich Ulrich. Richard Theodor Emil Richard. .io. Warum haben Sie aus Deutschland eine .io-Domain? Das ist International Organization. Ja. Wir sind zuständig für den ganzen Europäischen Union und wir sind ein internationales Unternehmen. Ja, aber bei der Webseite habe ich mich nicht angemeldet. Das ist in der Webseite, wo Sie gerade die Werbung sehen. Wir machen die Werbung, Sie geben Ihr Daten und... Ja, aber da habe ich ja gestern schon mit da habe ich ja gestern schon mit 20 anderen Leuten telefoniert, die da angerufen haben auf die Werbung. Sind Sie gestern angemeldet und heute wieder? Nee, ich habe mich nur einmal angemeldet und Sie sind jetzt der 21. der anruft. Und Sie haben aber heute sich nochmal gemeldet? Nee. Vor ein paar Minuten? Also nein, vor ein paar Minuten habt ihr... Vor ein paar Minuten habt ihr höchstens den Datensatz aufgekauft, aber ich habe mich nicht angemeldet. Sind Sie dafür sicher? Ja. Okay. Und mit den Leuten gestern in dem Fall, was haben Sie darüber gesprochen? Haben Sie eine Entscheidung getroffen, mit denen zu arbeiten? Ja, definitiv nicht, weil haben nur Betrüger angerufen. Nur Betrüger? Alles klar. Haben die Ihnen keine Lizenz gezeigt, oder? Ja, doch, haben sie probiert, aber wenn man dann die Lizenzen prüft, dann sind sie ja auch nicht immer wahr. Genau, ich kann Ihnen gerne unsere Lizenznummer auch nennen, das können Sie gerne überprüfen auf der Webseite von der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Oder ich kann Sie gerne eine E-Mail aussenden. Bei der BaFin? Oder Sie können... Sind Sie registriert? Genau. Aha. Wir haben eine Handelsregisternummer, wir haben eine Umsatzsteuernummer, wo Sie das überprüfen können. Ja gut, Handelsregister und Umsatzsteuer hat ja erstmal nichts mit Bank zu tun. Aber wo steht denn die BaFin-Nummer auf Ihrer Webseite? Die muss ja auf Ihrer Webseite hinterlegt sein. Sie können die Überprüfung genau auf unsere Webseite, können Sie durch einen Klick sofort auf die BaFin gehen, weil unsere Firma... Ja, dann sagen Sie mir mal wo. Ich erkläre Ihnen ganz kurz etwas. Unsere Firma bietet die Vermittlungsgeschäfte von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von finanziellen Instrumenten gemäß § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 an und ist ausschließlich im Namen für Rechnungen der Solaris Bank AG tätig und gemäß § 2 Absatz 10 KWG als vertraglich gebundener Vermittler der Solaris Bank AG in Berlin auch in das offensichte Register eingetragen. Tja, das kann tatsächlich so alles sogar sein, dass man sich, dass der Firmenname ein anderer ist als der, der auf der Webseite steht. Ist aber definitiv nicht seriös, wenn man sowas hat. Tja, weil wenn ihr bei der Sparkasse einzahlt, dann erwartet ihr da nicht als Bankbetreiber irgendeinen anderen, völlig anderen Namen dahinter. Dann muss es ja irgendwas mit der Sparkasse zu tun haben. Denn ansonsten muss man sich hier auch die Frage stellen, warum ist denn das so? Ich meine, es gibt natürlich Firmenketten, die verschiedene Sachen unter, einfachstes Beispiel, ihr seid ein YouTuber, ihr habt drei verschiedene Kanäle, das sind ja theoretisch gesehen erstmal drei verschiedene Firmen. Das kann man natürlich alles unter einem Namen anmelden, das ist schon soweit richtig. Naja, aber bei einer Bank, wo man jetzt sein Geld einzahlen soll, von denen man noch nie irgendwas gehört hat, da möchte ich ja schon auch Vertrauen aufbauen. Und warum gibt es denn tausend verschiedene andere Plattformen, die mit dem Namen der eigentlichen Plattform nichts zu tun haben? Das erschließt sich mir einfach nicht und ist definitiv nichts anderes als, komisch. Ne? Also da würde ich auf jeden Fall nicht mein Geld rein investieren. Das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet geprüft wird. Das Register können Sie gerne auch bei der BaFin überprüfen. Können Sie auch schreiben, ja, Solaris Bank AG. Die Frage war jetzt, wo das auf Ihrer Webseite steht. Das muss ja dann auch auf Ihrer Webseite so stehen, wie Sie das gerade gesagt haben. Ja, ich kann Ihnen sofort ein E-Mail
einblenden, wo Sie das genau sehen können. Sie sollen mir nur sagen, wo ich draufklicken soll. Ich bin ja nur auf Ihrer Webseite. Auf der Startseite fxfrankfurter.io, da bin ich jetzt drauf. So, und jetzt möchte ich wissen, wo ich auf der Webseite klicken soll. Ja, ich sage Ihnen, die FX Frankfurter ist für den Handel. Und in dem Fall, jetzt öffnen Sie ein neues Fenster und schreiben Sie. Nee. Das, die Informationen, also, jetzt hören Sie mal möchten zu. Möchten Sie sehen? Nein, ich möchte direkt auf Ihrer Webseite das sehen. Ja, bei unserer Webseite. Hören Sie mich bitte bis zum Ende. Damit Sie sehen, dass Sie jetzt eine richtige Firma auch haben, wo Sie das auch schriftlich schwarz auf weiß sehen dann zeigen Sie es mir doch direkt auf Ihrer Webseite, anstatt mich schon wieder auf eine fremde Webseite zu lassen. Ja, aber dann lassen Sie mir das aussprechen. Na dann los. Ja, öffnen Sie ein neues Fenster und schreiben Sie oben. Damit Sie direkt reinkommen. Das muss direkt auf Ihrer Webseite stehen, mit einem Klick, nicht mit einem neuen Fenster. Das müssen Sie mit einem neuen Fenster machen, damit Sie unseren. Genau, dann sind Sie auch ein Betrüger. Ja, Sie sind auch so ein Betrüger. Ah, verpiss dich, du Mistgeburt. Sehen Sie, und jetzt bestätigen Sie das noch, dass Sie ein Betrüger sind. Betrüger! Tja, ich würde hier ganz klar wieder sagen, den haben wir erwischt. Tja. Und er ist nichts anderes als ein Betrüger, wenn er sich so am Ende verhält. Denn letztendlich habe ich ihm keinen Grund gegeben, auszurasten. Ich wollte ihm einfach nur lediglich erklären, dass das so, wie er mir das hier versucht, weiszumachen, nicht richtig laufen kann. Denn normalerweise muss man solche Angaben direkt auf der Originalwebseite finden. Ne? Also wieder ein Beispiel mit der Sparkasse. Wenn ihr auf das Impressum der Sparkasse gehen wollt, dann müsst ihr das Impressum auf der Webseite der Sparkasse finden und nicht dazu eine komplett neue Webseite aufrufen. Das ist nichts anderes als unseriös und da kann einfach nur Betrug hinterstecken. Und selbst wenn da kein Betrug hintersteckt, warum hat er mich dann am Ende gleich wieder beleidigt und eigentlich bewiesen, dass er nichts anderes als ein kleinkrimineller Betrüger ist, wie all die anderen, die hier schon versucht haben anzurufen? Und, naja, an mindestens 250 Euro von uns dran zu kommen. Einfach nur Wahnsinn. Und das Schlimme daran ist, es gibt Menschen, die fallen darauf rein. Denn der hat sich hier ja immerhin im Vergleich zu vielen anderen denn doch ein bisschen Mühe gegeben, was ja auch nicht so oft vorkommt, dass die sich überhaupt Mühe geben. Meistens legen sie ja bei unangenehmen Fragen direkt auf. Hier haben sie sich ein kleines Showprogramm ausgedacht. Oder vielleicht auch der selbst, ich weiß es nicht. Aber er wusste ja zumindest, was er machen soll und wie er reagieren soll. Nur, naja, irgendwann waren seine Argumente einfach zu Ende. Und dann habt ihr ja ganz klar und deutlich gehört, wie seine Argumente lauteten. Und zwar war er auch wieder einer von denen, die, naja, nicht besonders höflich reagiert haben. Und das kann letztendlich unterm Strich einfach nur wieder Betrug und Kriminalität bedeuten. Denn warum sollte er sonst so ausrasten? Das passiert nur mit Menschen, die sich in die Ecke gedrängt fühlen. Tja, und das sind dann wohl Betrüger. Tja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Schreibt gerne noch in die Kommentare, was ihr so von diesem netten Menschen hier gedacht habt. Wer möchte, kann auch gerne mal auf TikTok vorbeigucken. Da gibt es noch jede Menge Kurzvideos. Hier seht ihr jetzt noch eine Playlist mit weiterer Unterhaltung und jede Menge Lernmaterial, was so mit den Betrügern unterwegs los ist. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.